Für Bündnis 90 die Grünen. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, können Sie mir ein bisschen runterfahren? Meine Damen und Herren, schade, dass Herr Schäuble und Herr Scholz heute nicht unter uns sind. Weil er nicht gedacht, die Geschichte geht ja doch ein bisschen anders, als Sie sie jetzt gerade erzählt haben. Denn es ist ja in Wahrheit so, dass wir diese Aktuelle Stunde hier Herrn Schäuble, dem Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, und Herrn Scholz, dem ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg, zu verdanken haben. Denn es war ja Ihr Geheimpapier, ein sogenanntes Non-Paper, ein Papier also, das es angeblich gar nicht gibt, aber das im politischen Berlin natürlich alle wichtigen Leute und natürlich auch die Journalisten haben. Und damit wollten eben die beiden Herren Verhandlungsführer der Finanzen für die Große Koalition die Integration des Soli in die Einkommensteuer vorbereiten. Und heute wissen wir, sie haben sich dabei ganz, ganz kräftig verkalkuliert, meine Damen und Herren. Genau, zu Recht sind nämlich die Bürgerinnen und Bürger heute in heller Aufregung. Denn anstatt die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen mit der gebotenen Transparenz zu diskutieren, wie Herr Bartsch schon gesagt hat, anstatt überfällige und notwendige Reformen des deutschen Föderalismus auf die Tagesordnung zu setzen, wie den effektiven Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuergestaltung durch eine Spezialeinheit des Bundes für internationale Konzerne und Einkommensmillionäre zum Beispiel, oder die Frage, wie kriegen wir es hin mit der nachhaltigen Sicherung der Einhaltbarkeit der Schuldenbremse ab 2020 bei dem Altschuldenproblem, was wir in Deutschland haben. Statt sich um diese Themen zu kümmern, haben Schäuble und Scholz versucht, mit ihrem Geheimpapier Tatsachen zu schaffen und die Bürgerinnen und Bürger und eben auch die Parlamente, auch den Deutschen Bundestag, einfach zu überrumpeln. Und das geht nicht. Das ist im Übrigen auch deshalb besonders ärgerlich, meine Kolleginnen und Kollegen, weil damit insgesamt die Debatte um die Zukunft des Soli schwer belastet ist. Denn wenn man ein eigentlich zeitlich begrenzten Zuschlag wie den Soli in eine dauerhafte Einnahme umwandeln will, dann braucht es dafür eben zum Ersten tatsächlich einen wirklich, wirklich guten Grund. Und zum Zweiten braucht es dafür eben eine breite öffentliche Debatte über die Problemlage, damit dieses Vorhaben überhaupt irgendeine Chance auf gesellschaftliche Akzeptanz hat. Doch statt diese Debatte zu führen, haben eben ein Bundesfinanzminister und ein erster Bürgermeister und ehemaliger Bundesarbeitsminister einen Vorschlag gestreut, ohne die einfachsten Grundsätze der Umsetzbarkeit ihres Vorschlages überprüft zu haben. Und das ist wirklich schon ein starkes Stück. Am Montag kam nun endlich die Bestätigung meiner eigenen Rechnungen zu der Frage, was passiert denn eigentlich, wenn der Soli in den bisherigen Einkommensteuertarif überführt wird. Und die Antwort jetzt von Schäubles eigenen Beamten: über 8 Millionen Steuerfälle, das heißt konkret über 24 Millionen Menschen in diesem Lande würden dadurch mehr belastet. Vor allem Alleinerziehende und Familien mit Kindern mit niedrigen und mittleren Einkommen, aber nicht nur die, auch kleine und mittlere Unternehmen wegen der Gewerbesteueranrechenbarkeit, aber auch die Nutzer des Steuerbonus für Handwerksleistungen oder die von haushaltsnahen Dienstleistungen. Selbst ALG-1-Bezieher würden zusätzlich belastet, wenn der Soli einfach so in die Einkommensteuer integriert würde. Das hätte man wirklich vorher sehen können. Das geht nicht, das darf es nicht geben, meine Damen und Herren. Um es Ihnen noch mal zu erklären, woran das liegt: der Soli hat eben eine etwas andere Berechnungsgrundlage als die Einkommensteuer, wie zum Beispiel die zusätzliche Berücksichtigung des Kinderfreibetrages, die jetzt geltendes Gesetz entlastend wirkt für untere und mittlere Einkommen, oder die Regeln bei der Gewerbesteueranrechnung. Und genau das alles entfällt eben bei der Integration in die Einkommensteuer. Und konkret heißt das dann eben für eine Familie mit zwei Kindern, dass sie mit bis zu 304 Euro pro Jahr zusätzlich belastet würde. Lange wurden diese Fragen, die wir schon früher gestellt haben, und die Kritik von uns abgetan mit dem Hinweis, ja, das stimme, es gäbe ja vereinzelte, ja, 24 Millionen Menschen sind betroffen, es gäbe ja vereinzelte Fälle von Mehrbelastung, aber das sei alles regelbar durch einen Abschlag beim Aufkommen von 2,5 Milliarden Euro. Die jetzige vorliegende Antwort von uns macht jetzt aber völlig klar, selbst wenn der Einkommensteuertarif so abgeflacht wird, dass der Fiskus 5 Milliarden Euro weniger Einnahmen hätte, selbst dann müsste eine Alleinerziehende mit 25.000 Euro Jahreseinkommen mehr Steuern zahlen als heute. Und das geht eben nicht, meine Damen und Herren.
Und wenn Sie das kompensieren wollen, dann müsste eben das Kindergeld um 10 Euro pro Monat erhöht werden. Das wiederum würde zu mehr Ausgaben von 4 Milliarden Euro führen, also eine Milchmädchenrechnung. Jetzt zeigt sich eben, es rächt sich der Plan der Großen Koalition, die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern möglichst ohne Aufsehen in der Öffentlichkeit und auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners neu ordnen zu wollen. Eine Mehrbelastung von breiten Bevölkerungsschichten darf es nicht geben. Also ohne eine umfassende Einkommensteuerreform, die auch die oberen Einkommen stärker heranzieht, wird eine Integration des Soli in die Einkommensteuer nicht gehen. Und deswegen heißt es jetzt zurück auf los bei den Verhandlungen um die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Herzlichen Dank. Für die SPD spricht jetzt der Kollege Dr. Karsten.